Upsala, na das machen wir nochmal richtig. Moment. Peace, meine Lieben. Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer und natürlich Kopterfreunde. Ein neues Video ist da. Ich hatte es im Teaser schon angekündigt. Ich habe es auf dem Vorspann gesehen. Mich hat was Neues erreicht. Und zwar ein tolles Produkt. Und zwar das hier.
Ups, das hier. Das möchte ich euch unbedingt vorstellen. Richtig cool. Ihr kennt ja, also dieses wird ein Cocktail-Video, meine lieben Freunde. Ja, was ist passiert in der letzten Zeit bei mir? Ja, ich bin hier immer noch mit meinem Raspberry, bevor wir zum Cocktail-Video kommen, zum Review sozusagen. Geiles Teil, also da bleibt mal gespannt. Das wird übrigens ein Zweiteiler. So, also bevor wir jetzt gleich zum Cocktail-Review kommen, mein Gehäuse ist endlich angekommen für mein Orange Pi Light in der WLAN-Variante. Das ist ja noch meine Stromversorgung, sozusagen meine provisorische Stromversorgung. Die richtige Stromversorgung kommt ja hier rein. Habe ich aber trotzdem draußen gelassen, weil ich benutze das ganz gerne mal mobilerweise sozusagen mit meinem, sag schon, mit meiner Powerbank. Die hole ich mal. Süßen 10.000 mAh Powerbank hier. Da lade ich übrigens auch den Kopf da auf, den ich euch gerade gezeigt habe. Komme ich gleich zu. Und ja, Perle wieder am Arbeiten. Die Fenstersituation, wieder eine ganze Weile schon am Arbeiten. Die Fenstersituation, ich sagte ja, Solar, für die große Solaranlage, also Fenster ist in der Mache. Das wird wahrscheinlich also Anfang Februar umgesetzt sein, dass alle Fenster rausgerissen werden. Heute habe ich Jalousien bestellt für die Fenster, 350 Euro losgewonnen und dann auch noch mal angeboten. Also die waren auch noch 30% unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Also diese Velux-Jalousien, okay, da sind Fenster dabei, die sind glaube ich 1,33 x 1,44 oder 1,45. Riesendinger sind das, riesen Velux-Fenster. Das hier ist zum Beispiel das größte, das ist also das zweitgrößte Modell, was es von Velux gibt. Kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Wie gesagt, Anfang Februar ist das erledigt und dann geht es nachher in die Phase große Solaranlage aufs Dach. Das nehme ich mal an, wenn ich Glück habe, muss ich mal gucken, auch wegen der Einspeisevergütung, ob das noch im ersten Quartal, also bis Ende März erledigt wird oder ab März, dass ich dann möglichst Anfang März anfange, die zu installieren und anzumelden. Kommt auf die Einspeisevergütung drauf an, wie die Rates da jetzt sind. Das ändert sich ja noch ein bisschen, muss ich mal gucken, wie ich das denn time. Also die ganze Sache, die ist am Laufen. Ich bin auch schon wieder dabei, meinen USA-Urlaub diesen Jahres zu planen. Bin da schon ein bisschen am Gucken, wie ich das so mache und hin und her. Und wahrscheinlich, weil ich ja das letzte Mal im Dezember nur 69 Euro bezahlt habe, umgerechnet für alles. 69 Euro. Dachte ich mir, verzichtest du auf so eine Rundreise? Ich kenne da ja vieles. Vielleicht mache ich das auch noch. Ich muss mal gucken. Ich weiß das gar nicht. Ich halte das im Stratosphere gut aus und in Las Vegas halte ich das gut aus. Vielleicht mache ich mal 3 Wochen Las Vegas am Stück hier oder 3,5 Wochen oder 4 Wochen Las Vegas am Stück. Ich muss mal schauen. Bin ich so ein bisschen am Rumplanen gerade, weil da muss ja doch ein paar Sachen erledigt werden. Ja, das geht dann auch in Kürze los. Also angedacht ist der April. Dieses Jahr werde ich ein bisschen früher losfahren. Also irgendwie über den April. Mal gucken, den ganzen April abhauen. Also das geht hier bum, 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 Schlag auf Schlag. Die Zähne sind auch wieder gut. War ich zur Zahnreinigung 80 Euro los für so ein bisschen eine Stunde lang an der Zähne rumknispeln und rumfasern und so. Ne? Also alles gut wieder bei mir, alles bestens. Und Perle trinkt, Prost meine lieben Freunde, das ist kein Wodka und kein Korn oder sowas, das ist deutsches Wasser. Perle ist zu deutschem Wasser, also ihr kennt das ja, normalerweise saufe ich immer sowas hier. Aber ich sage heute mal ja zu deutschem Wasser, weil deutsches Wasser ist lecker, ist Leitungswasser. Kein Mensch braucht Mineralwasser, das hatte ich auch schon öfter erzählt, weil Leitungswasser ist lecker. Was Besseres als deutsches Leitungswasser gibt es ja gar nicht. Es gibt ja natürlich Wahnsinnige, die geben auch noch für ein bisschen gepimptes Leitungswasser, was man Mineralwasser nennt, geben die auch noch Geld aus und schleppen das durch die Gegend. Da gehe ich zum Wasser an, lass das einlaufen und fertig. Die Perle da. Ja, so wird man reich, meine lieben Freunde. Nein, nein, meine Lieben. Prost, ne? Wasser. Ja, ein neues, fantastisches Copter-Video steht an. Was gibt's Neues noch in der Dampferszene? Kann ich da noch was raushauen? Ja, eigentlich ja. Und zwar habe ich hier noch einen Copter für... Der ist eigentlich... Hatte ich diesen CX-10, den ihr hier seht. Ich habe davon ja ganz viele mal bestellt oder mehrere bestellt. Immer so mal zum Verschenken. Für Leute, so nach dem Motto, Perle, du machst mir Kopf dann rum, willst du mir dich anschenken? Da sage ich, ja, kannst du haben. Solche Sachen verschenke ich immer ganz gerne mal an gute Freunde oder solche, die ich für gute Freunde halte. Und einer von diesen guten Freunden oder von diesen netten Menschen, wo ich sagen würde, der hätte so einen verdient, ist zum Beispiel Steamers Heaven. Ich war mal bei dem im Hangout, bin ich durch Zufall beim Rumsurfen über... YouTube bin ich bei Steamers Heaven hängen geblieben. Ein cooler Macker. Ich könnte mal seinen Channel einblenden. Zack. Hier, kleine Channel-Empfehlung von mir. Geht zu Steamers Heaven. Ein ziemlich durchgebrannter, ist glaube ich ein griechischer,
Also ein Grieche wohl, aber ein netter Grieche, wo man sagen würde, ja, nett. Es gibt ja auch Griechen, die nett sind. Steam Assassin gehört dazu, ist aber ein bisschen durchgebrannt, so ist ein bisschen verrückt. Also finde ich cool. Ich finde verrückte Typen cool. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen krank. Ein bisschen angeschlagen sozusagen im Kopf, aber trotzdem finde ich den sehr, sehr sympathisch. Ja, also Steam Assassin ist ein geiler Macker, aber... Es ist nicht jedermanns Sache. Aber ich mag eben so durchgebrannte Typen. Der ist aber auch freiwillig. Also es ist nicht ganz freiwillig, das Durchgebrannte. Das ist halt so seine Art. Und ich glaube, der ist auch ein bisschen, sagen wir mal, ich will das Wort behindert nicht gebrauchen. Also ein bisschen kränklich ist der in einer Art und Weise. Ne? Also ganz, ganz normal ist das nicht. Aber ich finde ihn normal und viele andere finden ihn eigentlich auch normal. Das ist halt seine Art. Damit muss man halt leben. Und ein geiler Magger, geht bei ihm auf den Channel, lasst ihm ein Abo da. Der wird auch gerade, ja, da war ich übrigens, da war ich bei Steam Assassin, war ich da in seinem Hangout, mal irgendwie so, bin ich reingeflutscht und dann habe ich einfach mal guten Tag gesagt, weil ich kenne den auch bei Volker war der damals, glaube ich, auch mal und daher kennt er mich und ich kenne den halt auch und ab und zu verfolge ich auch mal das, was der so fabriziert und das ist manchmal ganz unterhaltsam und bin ich da reingekommen und dann sind wir da, oder ist er da irgendwie auf Copter gekommen, weil er weiß, dass ich Copter-Videos mache, so nach dem Motto, ob ich einen Copter schenken würde. Da habe ich gesagt, klar, schick mir deine E-Mail-Adresse zu, also hier hast du meine E-Mail-Adresse, habe ich im Hangout, ich war da nicht persönlich live dabei, sondern nur im Hangout habe ich mal guten Tag gesagt, also im Chat. Und ja, habe ich gesagt, hier ist meine E-Mail-Adresse, schick mir deine Adresse zu, dann schicke ich dir den Kopf dazu. Das wäre der. Der wäre eigentlich für Steam Assassin gewesen. Aber dadurch, dass er sich nicht gemeldet hat, weil der so ein bisschen planlos ist, habe ich den hier immer noch rumliegen. Ne? Also der wäre hier eigentlich für Steam Assassin gewesen. Steam Assassin steht momentan auch so ein bisschen unter Schuss, ist auch ein Dampfer, ist auch ein Süchtiger. Der steht unter Beschuss gerade von so einem unsympathischen, vielleicht sogar den unsympathischsten Dampfer im gesamten in der gesamten Bundesrepublik, in der DDR, war sowieso der unsympathischste Mann. So ein Berliner Heini, ne? Das ist hier also so ein, ich weiß nicht, wie nennen die den mittlerweile, Zyklop, ne? Hat so ein Glasauge. Den haben sie damals in der DDR, ich habe über den auch schon so ein paar Videos gemacht, weil der einfach unterhaltsam ist, weil der so beknackt ist. Ne? Den haben sie damals in der DDR wegen seiner Erziehungsdefizite interniert, so in so einem DDR-Speziallager, wo sie den sozusagen, die HJ der Stasi, da haben sie den damals interniert und den haben sie da fertig gemacht. Und das merkt man heute auch noch. Ne? Also der Typ, der ist wirklich, also das ist so ein Typ, der sitzt, also mit dem hat Steamers, mag den nicht und der Berliner, der ist jetzt ganz böse geworden, hat jetzt Steamers angezeichnet. Angezeigt bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei und hofft wahrscheinlich, dass Steamers mit Akkuträgern an den Eiern gefoltert wird und sowas. Also dieser Berliner Heini, dieser Zyklop mit dem einen Auge, also ein ganz komischer Typ. Total vereinsamt. Meine Analyse ist, ich habe diese Analyse ja schon 2-3 Mal gemacht, Pressestelle der Pressestelle, aber sage ich nichts zu. Nichts weiter zu. Die Analyse ist ja, der Typ ist total vereinsamt, sucht sich nur Süchtige und sein Erfolgsrezept bei YouTube ist, Leuten ins Knie zu ficken. Ne? Also bei mir hat er es ja auch versucht, wenn ich sagen würde, mit mäßigem Erfolg wäre das eigentlich schon sehr, sehr positiv, also gar kein Erfolg. Also sein Kram, gucken nur ganz wenige, nur diese ganzen Süchtigen. Und er umgibt sich natürlich auch so mit so einer Klientel, mit einer politischen Klientel. Der macht so Hangouts politischer Klientel, wo ich ihr sagen würde, von solchen Leuten sollte man ganz, 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 ganz viel Abstand halten. Also ein vereinsamter YouTuber, der keine Familie mehr hat, der einfach dem sein Lebensziel ist, Leuten auf den Pisser zu gehen, soll er ruhig machen, keine Ahnung. Jedenfalls, der hat jetzt ein bisschen Stress mit Steamers. Steamers findet den auch scheiße, wie eigentlich jeder den scheiße findet. Und da hat er nun beschlossen, Steamers anzuzeigen. Ja, eine ziemlich sinnlose Aktion, die eigentlich nur Arbeit kostet. Aber der Typ hat ja genug Zeit, ne? Der hat ja einen ganzen lieben langen Tag nichts anderes zu tun, als sich um andere Leute zu kümmern, anstatt sich um sich selbst zu kümmern. Aber er hat sich gesagt, die DDR hat sich damals viele, viele Jahre um mich gekümmert und mich satt gemacht. Jetzt mache ich den Rest der Welt satt. Also das ist eine Aufgabe, die ihm nicht gelingen wird. Also, Steamers, das ist dein Copter. Ich habe lange gewartet, dass du mir schreibst, Perle, schick mir das Ding zu. Ich habe es dir versprochen, ich schenke dir einen Copter. Zwar keinen großen, aber dieser kleine ist ja auch witzig. Der Cheerson CX-10. Den habe ich ja auch hier vorne liegen, den benutze ich auch. Ich hole ihn mal. Ich habe mir hier eine kleine Transport. Hier wieder ein Copter-Video, wie geil, ne? Dieses ist ein Zweiteiler. Hier ist ja mein kleiner Copter drin. Das ist ja auch mein Cheerson CX-10. Den habe ich ja schon in Stand gesetzt. Da habe ich hier Propeller schon vernichtet. Da habe ich schon Motoren ausgetauscht. Also diese Scheißkiste ist ja unzerstörbar. Also richtig cool.
Ist da eigentlich noch genug Saft drin? Kann ich den starten lassen? Ich kann es aber probieren. Warte mal, Freunde. Hey, ja. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ja? So. Ja. Geht auch. Mein kleiner Gerson CX-10. Den wollte ich ja komplett im Komplettpaket dem lieben Steamer7 zuschicken, der ja gerade so ein bisschen Ärger sozusagen. Naja, Ärger hat er nicht. Der lacht sich auch über den Typen tot. Passt schon. Also jeder bekommt ja die Zuschauer, die er verdient. Steamers hat echt nette Typen. Und ja, dieser Berliner Heini, also ist ein Süchtiger. Das muss man dazu sagen. Süchtiger Menschen, der unter die Räder sozusagen des DDR-Regimes geraten ist. Und hier in Deutschland schafft er sich auch keine Freunde. Der begreift einfach nicht, wie die moderne Kommunikation und die Gesellschaft funktioniert. Er tut natürlich immer so, als wenn er den totalen Durchblick hat, aber der rafft überhaupt von gar nichts irgendwas. Ne? Und entsprechend ist das natürlich, sitzt er alleine den ganzen Tag und alles, was er so fabriziert, geht in die Hose. Er experimentiert natürlich mit vielen Sachen, aber das ist alles in die Hose gegangen. Sein ganzes Leben besteht nur aus Scheitern. Und dieses Scheitern wird sich natürlich auch fortsetzen. Ganz klare Geschichte. Jeder bekommt das, was er verdient, sage ich immer. Fortuna und auch der liebe Gott sieht alles. Ja, meine lieben Freunde. Das war Steamer7. Eigentlich wäre es sein Kopter gewesen. Ja, wer den haben will, kann mir ja mal eine E-Mail zuschicken. Welche E-Mail-Adresse nehme ich denn da? Mal gucken. Nehmen wir einfach die normale E-Mail. Also den verschenke ich hier. Ne? Und dann, ich weiß nicht, ob ich den verlose oder sowas. Irgendeinen picke ich mir da raus. Der kann das Ding hier haben. Ich brauche es nicht mehr. Weil ich ja einen Gerson CX-10 habe, dieses kleine Ding. Das ist echt witzig. Aber die... Der Feind des Guten, jetzt kommen wir zum Video, der Feind des Guten ist das Bessere. Der Gerson CX-10, der kostet momentan so auch noch zwischen 15 und 20 Euro umgerechnet. Und nun bin ich über ein Produkt gestolpert, was meinen Kopter-mäßig meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und zwar ist es dieses Teil hier. Und zwar ist das der Echine, heißt, spricht man so aus? Echine H8S 3D. Der Kopter ist im Vergleich zum, ich kann ja mal meinen kleinen wieder rausholen, zum CX-10. Das ist ja ein Nanocopter, das ist der kleinste Kopter der Welt. Der macht auch richtig Spaß. Das Ding ist echt blöd, ne? Seht ihr? Der ist im Vergleich zum Nanocopter schon eine Hausnummer größer. Das ist, glaube ich, hier so 11 cm oder sowas. Und der hier, weiß ich nicht, wie viel das sind. 1 cm, nein, ist ein bisschen mehr als 1 cm. Schaut selbst, ich vergleiche sie mal. Also das ist schon richtig ein ausgewachsener Kopter sozusagen. Und der kleine Gerson CX-10, der hat natürlich ganz schön Gewicht und er macht zwar Spaß und er geht auch ganz gut ab, das Teil, ne? Aber mir gefällt der hier noch eine Runde besser, weil ich habe fast das Gefühl, der ist sogar noch leichter als der ganz kleine. Der wiegt fast gar nichts. Ne? Und den werde ich jetzt vorstellen und der hat ganz, ganz ausgezeichnete Flugeigenschaften. Ich kann ihn ja nochmal starten lassen, meine lieben Freunde. So, der ist jetzt gebunden und ihr seht, also wenn man da ein bisschen mit Gefühl beigeht, der lässt sich ganz ausgezeichnet steuern. Der hat ganz ausgezeichnete Flugeigenschaften. Ihr seht es. Ihr seht es, also ganz, ganz wunderbar. Macht große, große Freude, dieses Teil. Und also fliegt sich ganz, ganz fantastisch. 3D deswegen, was kann dieser Kopter alles? Also dieser Kopter ist unglaublich. Was kostet der, bevor ich den gekauft habe? Den habe ich bei Banggood gekauft. Der ist immer noch im Angebot bei Banggood für 15 US-Dollar 99. Also dieser Kopter kostet mit Fernbedienung, mit dem ganzen Krempel hier, 15 US-Dollar 99. Und der ist richtig geil. Deswegen habe ich mir den bestellt, weil der so preiswert ist. Und den gibt's auch, da gibt es auch eine Vorgängerversion, die ist nicht so toll. Aber der hier ist richtig geil. Der ist richtig geil, den kann ich echt empfehlen. Ne? 15,99 Euro. Also im Grunde genommen sogar weniger wie der kleine Gerson CX-10. Und kann aber deutlich mehr. Was hat der für Features? Also sendet bei 2,4 GHz. Na gut, das ist nicht so wichtig. 4 Kanäle, ist klar.
Der hat Beleuchtung, der hat eine LED-Beleuchtung, der hat einen sechsachsigen Gyro drin. Dann hat der Headless-Modus, hat der Chisholm zum Beispiel nicht. Headless-Mode bedeutet quasi, dass er die Ausrichtung wäre nach vorne, ne? Pitch nach vorne kippen. Bzz. So, und da kann man sozusagen auf Headless-Modus schalten und dann ist es egal, wie der Kopter steht. Wenn ich nach vorne gehe, würde er auch so nach vorne fliegen und nach hinten. Wenn er so steht, fliegt er so nach vorne und nach hinten, nach rechts und nach links. Das ist Headless-Modus, weil ja normalerweise, das ist hier hinten der Arsch, die Rückseite und das ist die Vorderseite. Normalerweise würde er so fliegen, vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. Und wenn ich ihn so drehen würde, das hier wäre jetzt vorne, das wäre jetzt die Vorderseite, dann würde hier vorwärts, rückwärts, seitwärts ran. So wie man es vom Fliegen sozusagen kennt, ja? Wenn man so eine Kurve fliegt. Also Headless-Modus hat er auch. Also wenn man die Orientierung, wenn man mit dem Ding weiter wegfliegt und weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist und sieht auch nicht, in welche Richtung der geht, dann schaltet man auf Headless-Modus und in dem Moment, wo man den Joystick nach hinten macht, kommt er dann im Zweifel auf einen wieder zu. Überhaupt kein Problem. Das ist eine ganz praktische Funktion. Und da hat er noch One-Key-Return. Da sucht er sich quasi die Fernbedienung. Also wenn man diesen Knopf drückt, dann muss man natürlich hoch genug sein. Wenn man diesen Knopf drückt, kommt er dann wieder zu einem zurück. Zur Fernbedienung zurück. Also sucht er die Fernbedienung und kommt, auch wenn er weit weg ist und man hat die Orientierungsfindung, finde ich auch sehr, sehr praktisch, drückt man Return to Home. Ne? Also man muss natürlich die entsprechende Höhe haben von dem Teil. Das macht er natürlich nicht, die Höhe noch einstellen. Stellt die Höhe einmal ein, drückt One Key Return, den Knopf und dann kommt er zur Fernbedienung zurück. Also gute Geschichte. Und da hat er noch Inverted Flight. Inverted Flight bedeutet quasi, er ist in der Lage, 180 Grad, was ihr ganz am Anfang gesehen habt, 180 Grad Flips zu machen. Also er kann sich auf den Kopf drehen und könnte ich das mal zeigen? Ich könnte es ja mal versuchen zu zeigen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Weil es ist auch ein bisschen blöde. Man sollte auch nicht so dicht vor der Nase rumfliegen. Ich versuche es aber trotzdem mal. Inverted Flight war der linke, glaube ich. Okay. Ich probiere es mal. So, meine lieben Freunde. Muss ein bisschen aufpassen. Versuche den mal ein bisschen stabil hinzukriegen. Jetzt fliegt er auf dem Rücken. Ich mache mal wieder aus. Hier ist zu wenig Platz. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Also, ihr habt es gesehen, er flippt auf den Kopf. Das geht auch mit dem Teil und dann kann man auch auf den Kopf fliegen. Aber ihr habt eben gerade gesehen, wenn er auf dem Kopf fliegt, dann verliert er so ein bisschen die Stabilität. Dann wird er ein bisschen unruhig. Das kann er machen. Das funktioniert mit dem Ding als Gag ganz witzig. Und dann, wenn man wieder zurückschwenkt, dann hat er natürlich wieder seine normale Stabilität. Also echt ein super stabiles System und ein geiler Kopter. Was wird geliefert? Wie funktioniert das Ganze? Und warum macht Pelle die Kamera nicht aus? Das mache ich nämlich jetzt. Ich bin gleich wieder da. Die 20 Minuten sind rum. Ich mache mal sicherheitshalber aus, nicht, dass die Kamera gleich abschaltet. Da bin ich wieder. Also, was wird geliefert? Erstmal kommt der Kopter in so einen Karton. Und also kompletter Lieferumfang. Ne? Das Einzige, was ihr noch haben müsst, sind drei Batterien. Die zeige ich euch gleich. So, jetzt hier noch die Nussanleitung. Habe ich mal wieder zu. Wenn ihr den Karton aufmacht, findet ihr, ich packe das mal so rein, wie es eigentlich drin war. Sozusagen, wenn es drin war. Set. 15,99 € bei Banggood. Ich pflaster euch den Link mal unter das Video. Also ganz, ganz fantastisch. Kampfpreis, ein geiler Kopf, der macht in der Bude richtig Spaß. Draußen war ich mit dem auch mal kurz. Also wenn es extrem windig ist, kann man das ein bisschen vergessen, weil der so sehr, sehr leicht ist. Also dann kämpft er echt gegen den Wind. Aber wenn es draußen nicht ganz so windig ist, macht das Ding auch draußen tierisch Laune. Also draußen und drin kann man die benutzen. Aber ich finde ihn drin fast ein bisschen gaggiger. So in der Bude rumheizen mit dem Teil, sich einen kleinen Parcours aufstellen. Also richtig geil. Also ich habe da wirklich großen, großen Spaß. An dem Chiesen CX-10 habe ich natürlich auch großen Spaß. Also der ist ja unzerstörbar. Der hält und hält und hält, den habe ich schon lange. Und den benutze ich auch oft. Aber der hat jetzt echt Konkurrenz gekriegt mit dem Teil hier. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der macht mir also
Längen mehr Spaß, weil der eben so eine sehr gutmütigen Flugeigenschaften hat. Hat der Shearson CX-10 natürlich auch, aber der ist einfach, der rockt, ne? Die Kiste ist geil, ne? So, jetzt mache ich mal den Weißabgleich anders, schwenke runter und dann zeige ich euch den mal im Detail, was da alles zugehört und was ihr da so im Lieferumfang findet. Das ist doch recht viel, in Anführungszeichen, ne? Und erkläre euch das Ganze auch mal, wie das so funktioniert. Also meine lieben Freunde, bis gleich. Wir sehen uns unten auf der OP-Fläche. Ja, neues Copter-Video, geil, ne? Übrigens, dieses Video ist Teil 1. Ich werde von diesem Video zwei Teile machen, weil den Copter werde ich auch noch pimpen. Da sage ich nachher noch was zu. Da werde ich noch eine First-Person-View-Kamera einbauen, dass ich mit meinem Visor sozusagen, nicht nur sozusagen, mit meinem Visor mit dem Teil hier rumheizen kann, mit eingebauter Kamera. Wie geil ist das denn? Also wirklich, wirklich ganz, ganz verrückt, was man da alles machen kann und wo die Preise mittlerweile sind. Ich habe eine 72-Kanal- Kamera mit Sendesystem und Antenne bestellt, Gewicht 4,5 Gramm und das werde ich in diesen Copter einbauen, diese Kamera. Und werde den kleinen Copter will ich zu einem First-Person-View-Copter umbauen, dass ich mit Visu hier in der Bude rumheizen kann, was natürlich noch wahrscheinlich noch einiges mehr an Spaß machen wird, dadurch, dass ich hier sitzen kann und kann hier durch die ganze Bude fliegen, in allen Zimmern rumfliegen und sehe ja, was passiert. Ne? Und das Tolle an dieser Kamera ist, für die habe ich 15 US-Dollar bezahlt. 15 US-Dollar. 72 Kanäle, kann 25 Milliwatt, 50 Milliwatt und 200 Milliwatt kann ich frei einstellen an der Kamera. Und 4,5 Gramm und komplett sendefertig. Und fantastische Optik. Oh, also alles vom Allerfeinsten. Aber da komme ich im zweiten Teil zu sprechen. Wir pimpen den nämlich noch im zweiten Teil. Wir werden die Reichweite erhöhen. Wir werden die Antennen optimieren. Wir werden eine First-Person-View-Kamera einbauen. Dazu müssen wir ein bisschen an dem Ding rumsägen, um die Kamera oben raufzubauen. Aber da komme ich nachher nochmal in der Nahansicht drauf zu sprechen. Und apropos Nahansicht, wir gehen jetzt in die Nahansicht. Wir wollen das Video nicht zu lang werden lassen. Nicht, dass es wieder ein 2-Stunden-Video wird von einem Artikel, der 16 US-Dollar kostet. Das muss ja nun nicht sein. Also bis gleich. So, lassen wir es mal so. Also in diesem Karton wird dieser kleine eShine H8S geliefert. Steht nicht viel drauf, hier stehen noch mal ein paar Features drauf. Kann ich auch noch mal aufzoomen hier. Moment. So. Dann könnt ihr das noch mal durchlesen. Dann haben wir hier noch ein paar Warnhinweise. Und das war es im Grunde genommen auch schon. 15,99 Euro. So, wenn wir den Inhalt rausholen aus dem Karton. Meine OP-Fläche ist auch scheiße hier. Ne? Warte mal. Eins, nehme ich noch mal einen Kuli. Nehme ich noch einen zweiten Kugelschreiber, ist ja kein Problem. Und stabilisieren die Situation. So, und so sieht das Ganze aus. So wird es geliefert. Und so bekommt ihr es. Das Bild flimmert ein bisschen, stört euch da nicht dran. So, also dabei ist eine Bedienungsanleitung in Chinesisch, aber auch in Englisch. Aber die Bedienungsanleitung braucht ihr nicht, weil ich euch gleich alles dazu erklären werde. Steht alles drin, was man so braucht. Überhaupt kein Problem. Dann ist da eigentlich der kleine Copter. Ich glaube 11 cm ist hier im Durchmesser. Und da gehe ich jetzt mal ein bisschen dichter ran. Machen wir mal so. Also hier seht ihr schon bei dem Copter, er hat hier, das ist praktisch, wenn man in der Bude rumzwirbelt. Also hier diese Arme, die sind echt flexibel. Da kann man echt dran rumdrücken. Bin ich schon oft gegen die Wand geflogen, ist nie was passiert, bricht nichts ab. Also es ist ganz flexibles Kunststoff, das ist auch sehr schön so. Und auch allgemein die Verarbeitung ist klasse. Also der kann schon mal so ein Hit ab, überhaupt kein Problem. Und wenn er auf dem Rücken landet, ist es auch so, dass die Propeller den Boden eigentlich nicht berühren. Weil ihr seht, er steht noch ein bisschen vom Boden ab. Also man könnte auch eine Rückenlandung machen, zur Not. Und ich weiß nicht, ob man hier sogar auf dem Rücken starten kann. Keine Ahnung, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das ist die Rückseite, da wo das Antennenkabel ist, oder das Akkukabel, wenn ich das reinstecke, seht ihr, blau bedeutet, die blauen LEDs bedeuten hinten und rot bedeutet vorne. Die sind auch relativ gut zu sehen, bloß von oben sind sie nicht so toll zu sehen, ihr seht es, sondern weil die sind eher unten verbaut, also man kann es von unten eher sehen. Aber ich finde so, wenn man nicht ganz so weit wegfliegt, die Orientierung ist gegeben, alleine schon über das Kabel hier hinten, finde ich ganz okay so. Kabel, genau, hat 4 Propeller. Logisch, Quadcopter. Und hier unten ist ein 150 mA Akku verbaut in diesem Akku-Compartment. Das kann man hier so rausziehen. Den Akku. Ist ziemlich stramm drin. Und hier seht ihr den kleinen Akku. So, jetzt gehe ich hier mal ran. Dann könnt ihr es schon lesen. Da müsstet ihr es eigentlich lesen können. 3,7 Volt, 150 mA.
Also kleiner süßer Akku. Sitzstaben drin, das ist auch ganz gut so, dass der Stamm drin sitzt. Soll er ja auch. Zack. Und, aber ich habe mir hier einen größeren Akku bestellt, einen 260 mAh Akku, weil dieses Compartment werde ich hier auch noch pimpen, das will ich noch ein bisschen optimieren, dass ich hier auch größere Akkus verwenden kann mit ein bisschen mehr Leistung, weil hier noch eine Kamera drauf soll. Wo soll die Kamera hin? Die First-Person-View-Kamera, die werde ich hier vorne in dem Bereich einpflanzen und mit der Hauptplatine verlöten, damit die Kamera Strom bekommt. Über den Akku wird die First-Person-View-Kamera noch mit Strom versorgt und sitzt die Kamera sozusagen in dem Bereich hier vorne und filmt nach vorne hin. Und so kann ich meinen First-Person-View-Einsatz sozusagen mit dem kleinen Minicopter hier realisieren. Und die Kamera wiegt nur 4,5 Gramm, also sie wiegt fast gar nichts. Und dadurch, dass ich ein bisschen was aus dem Kunststoff rausschneide, wird er natürlich leichter. Ich werde hier unten noch ein paar Sachen, diese Stege hier zum Beispiel, zumindest einen Steg könnte man hier noch entfernen. Diese Nase hier vorne, die bräuchte man, denke ich mal, auch nicht. Die könnte man noch entfernen. So kann man auch überall ein bisschen Gewicht sparen an dem Teil. Und der wiegt an sich schon nicht viel. Ich hole mal eine Waage, damit ihr jetzt mal ein Gefühl dafür kriegt, wie schwer der ist. Warte mal. So, jetzt habe ich mal meine Waage geholt. Dann stellen wir das Ding mal auf die Waage. Zack. Könnt ihr jetzt lesen, was da drauf steht? Wenn ich ihn so drehe. Da müsstet ihr eigentlich einigermaßen sehen können. Ne? So, so könnt ihr sehen, glaube ich. Das ist ja 0. Hat 19 Gramm. Ne, das kann nicht sein. Moment mal. Achso. Wie stelle ich den darauf, dass es passt? Müsste ich ihn. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Warte mal. Jetzt muss ich ein bisschen tricksen. Ja, so kann ich es machen. Dazu muss ich Tage machen. Seht ihr, muss der Perle schon wieder tricksen. Also das Gerät wiegt 20 Gramm. 20,3 Gramm mit Akku natürlich. 20 Gramm wiegt er nur. Also relativ leicht. Was wiegt der Schiersen? Was wiegt der Schiersen? Das würde mich natürlich auch mal interessieren. Tage. Der Schiersen wiegt die Hälfte, ne? 13 Gramm. Also er wiegt 7 Gramm mehr als der Schiersen, aber der Schiersen hat ja auch nur einen 100 mAh Akku. Und der hier hat eben einen 150 mAh Akku. Flugzeit bei dem Copter circa 4-5 Minuten. Also ich würde eher sagen 4 Minuten um den Dreh. Reicht aber persönlich, mir reicht das persönlich aus. 4 Minuten Flugzeit ist schon anständig für so einen kleinen oder großen Copter mit so einem kleinen Akku, aber das ist noch ein größerer im Zulauf. So, und zum Copter selbst, wie gesagt, hier sind 4 Propeller drauf, die eben so gearbeitet sind, dass er auch Rückenflug machen kann. Ist noch ein Ladekabel, das sieht so aus. Dieses Ladekabel, das ist vom Licht hier ein bisschen ungünstig, ne? Warte mal, wenn ich jetzt hier so ein bisschen das anders ausleuchte. Geht das, meine lieben Freunde? Ja, so müsste das eigentlich gehen, ne? So, hier ist noch ein Ladekabel dabei. Wie funktioniert das Ladekabel? Ganz einfach. Der Akku, der wird hier an das Ladekabel angestöpselt. Kommt hier rein, den kann man natürlich auch rausziehen, den Akku. Und steckt man in eine Stromquelle. Zum Beispiel meine Powerbank. Nach 15 Minuten ist er wieder voll. Zack. So, ihr seht, oder ihr seht nicht. Wenn ich jetzt hier das Licht ausmache, seht ihr das so ein bisschen. Hier ist eine rote LED und wenn diese rote LED ausgeht, weiß man, Akku ist voll. Also dieses USB-Kabel lädt die Akkus wieder auf oder den Akku, der hier drin ist. Ihr könnt es ein bisschen sehen. Funktioniert ganz ausgezeichnet. Das mache ich immer meistens mit meiner Powerbank hier. Die ist ja echt cool. Was hat die denn noch an Energie? 65%. Übrigens Sonnenenergie, grüner Strom. Ja, meine lieben Freunde. So lädt man den Akku wieder auf und das Schöne ist natürlich auch, wenn er jetzt aufgeladen ist und man würde sich noch einen Reserve-Akku holen, könnte man natürlich den Reserve-Akku parallel aufladen und macht einfach, wenn der dann leer geflogen ist, einen Boxenstopp, zieht den leeren Akku raus und den vollen Akku steckt man wieder rein, sodass man immer wechselt. Also wenn man sich noch einen Reserve-Akku holt, hat man immer einen vollen Akku noch zu liegen oder lädt gerade den einen Akku auf, wenn man den anderen leer fliegt. Das ist ganz praktisch. Ich glaube, wenn man zwei Akkus hat, könnte man rund um die Uhr mit dem Ding fliegen. Also wirklich irre. Also ein Ladegerät ist dabei. Dann findet man noch ein Tütchen mit ein bisschen Klöderkram da drin. Und zwar einen Schraubendreher. Ein Kreuzschraubendreher ist in dieser Tüte drin. Ich kann sie ja mal aufmachen. Ja, alles rauskippen, was da so drin ist. Zack, da sind hier noch so eine Gummifüße drin. Die zeige ich euch auch mal. Zumindest hole ich mal einen raus.
4 Gummifüße sind auch noch drin. Diese Gummifüße, die ihr hier seht, das sind so eine Gummidinger, die, da ist noch ein doppelseitiges Klebeband drauf. Na, warte mal, jetzt muss ich das mal fokussieren hier. Ich mache hier schon wieder alles unscharf. Also hier ist noch ein doppelseitiges Klebeband. Wenn man das abzieht, kann man dieses Teil hier so raufstecken auf die Füße. Das ist so ein Gummibumper, dass bei der Landung, zum Beispiel auf dem Tisch oder sowas, dass man sich den Tisch nicht zerkratzt, weil das ist ja hier Kunststoff. Und ich lasse das jetzt mal auf den Tisch fallen sozusagen, das Ding. Hört ihr? Das hätte man nicht mit diesen Gummifüßen. Aber die wiegen natürlich auch ein bisschen was. Wundert euch nicht, dass meine Hände so ein bisschen angemalt sind. Ich habe immer im Drucker vorhin alle Kartuschen ausgetauscht, die ganzen Farbkartuschen, und habe ein bisschen Gelb abgekriegt und Schwarz. Gelb und Schwarz haben ein bisschen gekleckert. Nicht, dass ihr denkt, meine Hände sind dreckig. Sind sie natürlich jetzt vom Drucker. Wie gesagt, hier so eine 4 Gummifüße sind da dran. Ich brauche sie nicht, diese Gummifüße. Finde ich aber eine nette Idee, wenn man so auf ganz empfindlichen Oberflächen landen will. Dann wird das noch ein bisschen abgepuffert. Dann sind noch mal 4 Spare-Propeller dabei. 4 Reserve-Propeller, falls einer von diesen Propellern kaputt gehen sollte. Aber diese Propeller hier, ich habe da schon dran rumgerissen und rumgebogen. Also diese Propeller, die können echt eine ganze Menge ab. Also ich weiß nicht, wann die kaputt gehen sollen und wie die kaputt gehen sollen, weil man von außen natürlich den Rammschutz hat. Und eigentlich kann man mit den Propellern nicht viel falsch machen. Also die werden sehr, sehr alt und sehr, sehr lange halten. Nichtsdestotrotz liegen irgendwie nochmal 4 Reservepropeller bei. Das finde ich schon mal gut. Falls man sich doch mal einen ruinieren sollte, kann man die Propeller austauschen. Und zwar, man zieht sie nur ab und muss dann den richtigen Propeller raufstecken. Ihr seht, wenn ich die Propeller jetzt so nebeneinander halte, sind natürlich 2 rechtsdrehende und 2 linksdrehende. Hier habe ich jetzt 2 unterschiedliche. Die sind natürlich anders geformt. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr dann auf dem richtigen Motor den richtigen Propeller setzt. Also hier ist der Propeller so gebogen. Das heißt also, der wird so rumdrehen und der wird wahrscheinlich so rumdrehen. Nicht nur wahrscheinlich, so ist das auch. Der dreht so und der dreht so. Die drehen ja immer entgegengesetzt, also diese beiden drehen identisch und diese beiden drehen identisch. Die laufen im Uhrzeigersinn und die gegen den Uhrzeigersinn. So steuert er dann ja. Okay, 4 Propeller liegen dabei, ein Ladegerät liegt dabei und diese 4 Gummifüße. Finde ich sehr sinnig, die ganze Geschichte. So, machen wir das mal wieder auf. Das ist in einer verklebten Tüte. Das packe ich da jetzt auch wieder rein. Und dann finden wir, wartet mal ganz kurz. Und dann finden wir hier noch einen Kreuzschlitzschraubendreher, falls man mal Wartung machen muss, falls man das Ding mal zerlegen muss. Und ich werde ihn ja zerlegen, um die Kamera hier einzubauen. Das zeige ich aber im zweiten Teil. Finde ich ganz witzig, dass sie da noch einen kleinen Schraubendreher beigelegt haben. So hat man alles zusammen, ne? Falls man mal irgendwie Motor wechseln will oder sonst irgendwie was. Das ist ja alles Kinderkram. Also man kann an dem quasi alles, was kaputt geht, ersetzen. Es gibt alles als Ersatzteile. Die Propeller gibt es als Ersatzteile, die Motoren gibt es als Ersatzteile. Die sind nur mit 2 kleinen Kabeln an der Platine festgelötet, jeder Motor einzeln. Also da ist nicht viel dran. Das ist also so, wie wir es vom Schiessen CX-10 kennen. Also ziemlich wartungsfreundlich, das ganze System. Und auch das Zubehör. Also alles dabei, was man so benötigt. Und zu guter Letzt haben wir noch die Fernbedienung. So, die Fernbedienung ist im Vergleich zur Schiessen CX-10 Fernbedienung einiges größer. Also die ist mir fast ein bisschen zu klein für meine Riesenflossen hier, diese Schiessen CX-10 Fernbedienung. Also die geht mir schon so ein bisschen auf den Sack. Also das ist schon, die ist doof. Aber die Knöpfe, die Schalthebel sind die gleichen sozusagen. Nicht nur sozusagen, sie sind, doch, die sind ein bisschen größer hier vom Knopf her. Aber ansonsten, das Ding ist also wirklich sehr lütt, ne? Die hier liegt richtig gut in der Hand. Also die ist für selbst für meine Riesenflossen ist die perfekt. Ne? Also das ist ja hier, die kann ich euch ja mal zeigen. Ich gehe mal dichter ran. Ja, erstmal, wie funktioniert das mit der Power? Woher bekommt diese Fernbedienung ihren Strom? Natürlich von Batterien. Die liegen nicht bei. Und die zeige ich euch mal. Dieses Compartment, dieses Batteriefach, das ist auch noch zusätzlich mit einer Schraube gesichert. Wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, aber okay. Hier ist eine kleine Schraube drin, die muss man lösen, damit man dann die Klappe hier aufmachen kann. Und ihr seht, hier passen diese, wie heißen diese Zellen? Steht das da drauf? Mensch, Freunde. Steht das hier auf den Akkus drauf? Den Batterien? Triple A. Dreifach A kommen da rein, das sind diese ganz kleinen. Diese Dreifach A Batterien habe ich da reingepackt, von Aldi, die Dinger. 3 Stück kommen da rein. Wie lange die halten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, die eine Batterie, die hier immer drin ist, in dieser Fernbedienung, die, oder vielmehr die 2,
die halten ewig. Also die, ich weiß nicht, wann die mal irgendwann, also weiß ich nicht, 10 Jahre oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls viel Strom verbrauchen die nicht und das wird bei dieser Fernbedienung ähnlich sein. Die halten echt lange. So, wenn man die Batterien dann reingepackt hat, macht man das Compartment wieder zu und verriegelt das, indem man die Schraube da wieder reinpackt. Bumm, fertig sind wir damit. Alles klar. So, also das ist jetzt die Fernbedienung. On-off, das ist schon mal selbst erklärt. An, aus. Diese Fernbedienung hat natürlich mehrere Kontrollknöpfe und eben den An-Ausschalter. Hat man hier einen Knopf, hat man hier einen Knopf und in der Mitte, das ist Deko, da ist kein Knopf. Das ist einfach nur so als Dekoration und dann gemacht. Sieht so ein bisschen aus wie bei einer Fernbedienung. Dahinter sitzt übrigens das Antennenkabel. Das werden wir auch bei der Fernbedienung, die werden wir auch noch auseinandernehmen, das werden wir auch pimpen. Das Antennenkabel, was hier in der Fernbedienung so ein bisschen auf der Elektronik liegt, das werde ich ein bisschen nach außen führen, dass es hier oben rüber steht, damit er eine bessere Reichweite hat, damit man mit dem Kopter draußen auch noch rumfliegen kann. Und das gleiche machen wir auch mit dem Kopter. Hier innen drin ist auch noch eine Antenne verbaut. Die liegt auch ziemlich ungünstig auf der Leiterplatte. Die werden wir auch noch nach außen führen, aber sobald ich die Kamera einbaue. Also das mache ich dann in einem Abwasch. Ich baue hier die First-Person-View-Kamera ein, die nach vorne guckt und führe quasi die Antenne, die hier innen drin sitzt. Da bohre ich ein Loch und führe die noch nach außen, dass die Antenne hier so ein bisschen nach außen, nach oben sitzt und ein besseres Abstrahlverhalten hat. Also man auch eine wesentlich höhere Reichweite hinkriegt. Die Reichweite bei dem Teil, die Reichweitengrenze habe ich noch nicht erreicht, obwohl ich auch schon draußen mit am Rumfliegen war. Ich habe keine Ahnung, ob man damit 50 Meter wegfliegen kann oder 100 Meter. Das müsste man ausprobieren. Das kann ich nun nicht genau sagen. Dafür habe ich den auch noch nicht lange genug. Und in der Bude hier habe ich überhaupt keine Sorgen. Das ist das Modell. Die Fernbedienung gibt es einmal als Modell. Mode 2 und Mode 1. Mode 2 bedeutet Gas, also Höhe, also der Gashebel ist auf der linken Seite und Mode 1 wäre Gashebel auf der rechten Seite. Ich nehme an, Mode 1 ist wohl eher was für Linkshänder oder so, ich weiß es nicht. Also in der Regel ist Mode 2 eigentlich der Standardmode, dass man immer auf der linken Seite Gas hat und auf der rechten Seite Rollachse, Pitchachse und ja, Yawachse immer auf der linken Seite und Gas auf der linken Seite. Na? Also Gashebel, Power, kann ich euch beweisen. Muss ich mal aufpassen, dass ich mir die Finger jetzt nicht wegfräse. So, upsala. Zack. Ja, machen wir mal so. Mache ich an. Wenn ich ihn anmache, seht ihr, er bindet sich automatisch beim Anschalten. Da müsst ihr vorsichtig sein, meine lieben Freunde. Jetzt mache ich mal hier das Licht aus. Dann könnt ihr das hier mit den LEDs besser sehen. Also, wenn er blinkt, hat er keine Verbindung. Und sobald man ihn anmacht, bindet er. Das heißt also, in dem Moment, also der macht schon gut Kapelle, ne? Da hat schon ganz schön Power, das Teil. Ne? Hier könnt ihr dann auch die Drehrichtung sehen. Seht ihr, der geht gegen den Uhrzeigersinn, der hier oben. Und der hier geht natürlich im Uhrzeigersinn, der hier unten. Seht ihr das? Diese beiden, Moment, unten, der geht gegen den Uhrzeigerrichtung, der auch, diese beiden gegen Uhrzeigerrichtung und diese beiden im Uhrzeigerrichtung. Seht ihr? Wollte ich ihn gar nicht festhalten. Also der geht schon ganz gut ab, ne? Ich mache ihn mal aus. Der geht schon ganz gut ab, der Kasten. Insbesondere das, was ich euch vorhin gezeigt habe, war Mode 1. Da hat auch zwei Modis. Einmal den Schnarchmodus. Der ist echt prima für die Bude. Und dann gibt es noch den Durchdrehmodus, also der ist auch heftig. Ne? Vielleicht kann ich euch den nachher nochmal zeigen, was die Yaw-Achse angeht. Aber dazu sind die Platzverhältnisse hier ein bisschen beengt. Vielleicht mache ich das ganz zum Schluss nochmal. Wenn ich ein bisschen erkläre, kann ich ja auch schon mal wieder ein bisschen aufladen. Warte mal. Stecke ich hier nochmal das Ladekabel an. Zack. Und stecke hier in meine Powerbank das Teil rein und sage Lade. So, während ich hier schnatter. Schaut selbst, wenn ich hier schnatter, lade ich den Akku wieder auf. Ja, wie gesagt, der Kopter hat ja, die vier Propeller auf der Unterseite. Hattet ihr vorhin gesehen, vier LEDs, die hier unten sitzen, die man eigentlich im Flug ganz gut erkennen kann, auch wenn er vor einem fliegt, weil das strahlt doch so ein bisschen durchs Gehäuse durch. Das geht eigentlich. Draußen wird man die wahrscheinlich gar nicht so richtig erkennen können.
Aber dann orientiert man sich halt über das Kabel hier hinten. Also passt schon irgendwie. Und man sieht es ja auch an der Fluglage, wie er da eingegangen ist. Also echt eine feine Kiste, die auch wirklich Dampf hat. Also das Ding macht echt Spaß. Ich wiederhole mich. Dann haben wir, hier ist Gas, habt ihr ja gerade gesehen. Gehen wir mal wieder zurück zur Fernbedienung. Und ich müsste eigentlich mal aus und wieder anmachen. Das mache ich mal. Hier ist Gas. Je mehr ihr Gas gebt, desto höher geht er natürlich, klar. Ne? Dann habt ihr hier noch die Drehachse. Die Drehachse bedeutet, der Kopter, ja, der dreht. Und wenn das jetzt hier vorne ist, ist es ja. Und ich gehe nach links, dann würde er nach links drehen. Gehe ich nach rechts, dreht er nach rechts. Ist klar, ne? Mal hier gleich wieder Kopter fliegen für Doofe, ne? Also über den Gashebel stellt man die Höhe ein und drehen kann man den Kopter über rechts und links. Also diese Knöpfe, die finde ich, die lassen sich ganz geschmeidig und relativ gut bedienen. Ich finde die Fernbedienung richtig gut dafür, dass sie komplett aus Plastik ist und halt billig. Also sie ist funktional, ne? Und das für 15 Dollar alles. Völlig verrückt, ne? Also denkt dran, wenn ihr den anschaltet, das Binden funktioniert nur, also nicht mit Vollgas. Also wenn ihr ihn anschaltet, dann rast er euch nicht weg. Dann habt ihr keine Panik. Aber eben wenn ihr ihn anschaltet und ihr das Binden funktioniert nur, also er verbindet sich nur mit dem Kopter, wenn der Gashebel in der Nullposition ist. Aber sobald er sich verbunden hat und einmal piept, habt ihr vorhin gesehen, brauche ich den nur nach oben machen und dann saust er sofort los. Also der steht dann sofort unter Dampf, ne? Also anschalten, in diesem Zustand wird nicht hinhauen. Habt ihr gehört? Eben wieder Hebel. Er war jetzt oben. So, und er muss unten sein. So, jetzt ist er unten und wenn der Kopter jetzt angewiesen wäre, hätte er sich jetzt gebunden. Ne? Das erkennt er dann auch als Sicherheitsmerkmal. Nicht, dass er sofort lossaust, ne, sobald ich ihn anmache. Ne? Dann, und dann irgendwo gegenknallt. Ne? Ja, da hat er noch einen zweiten Hebel. Das ist eben hier der, sag schon, das ist der Rollhebel. Nach rechts rollen, nach links rollen. Also sprich, nach da fliegen und nach da fliegen, nach rechts fliegen und nach links fliegen. Das war ja hier das wäre drehen hier, rechts, links drehen. Ja, nach links, nach rechts, nach vorne und nach hinten. Das Hinterteil ist immer da, wo der Akku ist. Also hier hinten ist der Akku, also ist hier vorne. Das ist die Flugrichtung im ersten Moment. Das ist vorne. Ja, ist klar, ne? Fernbedienung, Fernsteuerung halt, ne? Rechts, links, vorne, hinten. Drehen, drehen und Gas. Dann hat er natürlich noch verschiedene Knöpfe hier vorne, zwei Knöpfe. Das erinnert mich so ein bisschen an die PlayStation, das Ding. Der linke Knopf ist, würde flippen bedeuten. Wenn ich den drücke, dann piept er einmal. Und dann kann ich im Flug, dazu muss ich die Fernbedienung sehe ich schon, das Ladekabel mal abmachen und ein bisschen rauszoomen. Also wenn man den linken Knopf drückt, ist er in dem Flip-Modus, in dem 180-Grad-Flip-Modus, um ihn auf dem Rücken flippen zu lassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man fliegt, man drückt den Knopf und dann kann man sich das aussuchen. Rechts bedeutet, er soll nach rechts rumkippen. Links bedeutet, er soll nach links kippen, um die 180 Grad oder so kippen, um die 180 Grad. Oder wenn man nach unten geht, so kippen, um die 180 Grad. Also man kann sich diese Kipprichtung, wo er auf dem Rücken snappt, frei aussuchen. Wenn man ihn wieder drückt und sucht sich wieder die Richtung aus, dann schwingt er dann natürlich, wenn ich jetzt so machen würde, also den Knopf drücken und den danach, wird er dann wieder in seine normale Flugposition zurückkippen. Dann haben wir noch die rechte Taste hier vorne. Die ist für 360 Grad Flips, also da wird er quasi einmal um seine eigene Achse flippen. Ja, macht eigentlich keinen Sinn, aber es macht Spaß, den einfach so ein bisschen in der Luft rumwirbeln zu lassen. Das kann man sich auch in vier Achsen aussuchen. Knopf drücken, nach vorne würde er hier eine 360-Grad-Drehung machen. Ja, das ist also extra Spielkram. Dann kommen wir jetzt zu diesen Knöpfen. Diese zwei Knöpfe, 1, 2, 3, 4, diese Knöpfe sind für die Trimmung. Damit kann man die Pitch- und Rollachse, also diese beiden Achsen hier, trimmen. Das heißt also, wenn er jetzt einen Drift haben sollte, also man startet ihn, aus irgendwelchen Gründen würde er immer langsam nach links wegdriften, zum Beispiel in der Bude, nach links wegdriften, dann wäre das natürlich nicht so schön. Das kann man über diese Trimmung sozusagen einstellen. Also habe ich bei dem Teil hier nicht. Ja, kein Problem. Mit den Tasten hier, die beiden oberen sind für Roll und die beiden unteren sind für Pitch. Kann man quasi den Kopter sozusagen ausleveln,
sollte er irgendwie einen Drift nach links haben oder sowas, kann man das damit einstellen. Dann haben wir noch diese vier Tasten. Dazu muss ich jetzt nochmal überlegen. Warte mal. War das jetzt hier Return to Home? Da muss ich jetzt in die Anleitung gucken. Warte mal. Weil die benutze ich in der Bude eigentlich eher selten. Und draußen würde ich es einfach ausprobieren. Warte mal. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Headless-Modus, genau. Ja, genau. Bevor ich euch was Falsches erzähle. Also, wenn ihr jetzt Fernbedienung anhabt und drückt diesen Knopf hier, das funktioniert natürlich. Genau. Dann hört ihr jetzt. Ich mache es mal wieder aus. Also sagen wir mal, ihr fliegt jetzt und drückt diesen Knopf. Dieses Dauerpiepen bedeutet Headless-Modus. Das mache ich jetzt mal aus. Bedeutet Headless-Modus. Das bedeutet quasi, egal wie der Kopter steht, normalerweise ist es ja so, das ist hier die Rückseite. Moment. Das hier wäre hinten, das hier wäre vorne. So. Und wenn ich jetzt nach vorne gehe, also nach vorne drücke, würde er nach vorne wegfliegen. Nach hinten würde er nach hinten wegfliegen. Nach rechts würde er nach rechts wegfliegen. Und nach links würde er nach links wegfliegen. So, jetzt sagen wir mal, wir drehen ihn um 90 Grad. Wenn ich ihn jetzt nach vorne drücke, das hier wäre dann ja vorne, hier wo mein Finger ist. Das wäre jetzt vorne. Wenn ich jetzt nach vorne drücke, mit der Fernbedienung, wird er natürlich nach vorne wegfliegen. Einige Anfänger wird das natürlich extrem verwirren. Und dann gibt es noch den Headless-Modus. Also egal wie der Kopter ausgerichtet ist, er fliegt immer nach hinten, immer nach vorne, immer nach rechts, immer nach links. Ist natürlich nicht klassisches Fliegen, aber das vereinfacht natürlich vieles. Für Anfänger ist das natürlich besonders interessant, die sich mit Kopter noch nicht so auskennen. Aber er macht natürlich, das finde ich ein bisschen nachteilig, er macht dann natürlich, ihr hört es, so weiß man, ich habe jetzt den Headless-Modus laufen. Dieses Piepen, das nervt mich. Und wenn man wieder drauf drückt, ist das aus. Ne? Wird man in der Regel eigentlich nicht benutzen. Finde ich aber ganz witzig, insbesondere wenn man im Feld ist, also wenn man weit weggeflogen ist und man weiß nicht mehr die Orientierung von dem Teil und man weiß nicht, fliegt der jetzt weg, kommt auf einen zu, manchmal sieht man das ja nicht, dann könnte man diesen Knopf drücken und sagen, pass mal auf, zurück, egal wie er steht, er kommt zurück. Ne? Und er fliegt nach rechts und er fliegt nach links, egal wie die Ausrichtung ist. Links ist links, rechts ist rechts. Das finde ich echt geil, weil so bekommt man sieht den Kopter zwar in der Ferne irgendwo rumfliegen, aber man sieht die Ausrichtung nicht, drückt Headless-Modus und sagt, zu mir hin, und dann kommt er zu einem hin. Dann kommen wir gleich zur nächsten Funktion, die natürlich sehr, sehr ähnlich ist, und zwar ist das die One-Key-Return heißt dieses Teil hier. One-Key-Return, das ist diese Taste hier unten. Die hier oben war ja Headless-Modus. Ich mache mal mit dem Kugelschreiber. Die hier war Headless-Modus und die da drunter, die hier ist One-Key-Return. Das heißt also, auch wenn man die Orientierung verloren hat, man muss natürlich Gas beibehalten, dass er eine gewisse Höhe hat, dann drückt er einfach die zweite Taste von oben. Und sobald ihr die drückt, kommt der Kopter zurück zur Fernbedienung. Der sucht sich die Fernbedienung selbstständig. Wie präzise das funktioniert. Also erwartet da keine Präzision wie bei GPS. Aber diese Funktion finde ich zum Beispiel interessant, wenn ihr auch ganz, ganz weit weg seid und ihr habt den Kopter überhaupt nicht mehr im Griff und ihr wollt ihn zumindest in eure Nähe wieder zurückbekommen, könnt ihr diese Taste drücken. Und dann kommt er wieder zurück. Piept da eigentlich auch dabei? Muss mal gucken. Ja, piept dabei auch. Das wäre diese Funktion. Und dann habt ihr noch die Speed Conversion, also die Aggressivität. Wie aggressiv soll er fliegen? Zweimal, einmal. Zweimal, einmal. Das zeige ich euch gleich im Video. Zweimal bedeutet, das, was ich euch vorhin gezeigt habe, war standardmäßig, wenn ihr ihn anschaltet, ist er auf einfach gestellt. Also dann reagiert er relativ gutmütig. Also fliegt, habt ihr ja gesehen. Man kann den sehr, sehr fein einstellen. Das Drehen der Yaw-Achse ist auch nicht zu schnell. Aber wenn ihr auf 2 geht, also dann wird das Ding so eine Rennmaschine. Ne? Dann kippt er wesentlich weiter runter, der erreicht Geschwindigkeiten, da knallt er weg. Und auch die Yaw-Achse, der dreht richtig heftig. Also echt völlig verrückt. Das zeige ich euch gleich nachher nochmal mit meiner Action-Cam. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Kurze Wiederholung. Gas, drehen, Kopter drehen. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran. Einmal den Knopf drücken ist für Flips, für 180 Grad Flips, also auf dem Rücken flippen. Und wenn man den gedrückt hat, kann man sich eine von denen hier aussuchen, in welche Richtung er flippen soll. Drückt man ihn wieder, flippt er wieder in seine normale Lage zurück. Entweder, also zack, und dann sucht man sich irgendeine Richtung aus und sagt, jetzt drehen wir 180 Grad nach vorne oder 180 Grad nach hinten oder 180 Grad nach rechts
180 Grad nach links. Das kann man sich frei aussuchen. Dieser Knopf wäre einfach nur in irgendeine von den vier Richtungen. Wenn man den drückt, einmal drücken und dann sucht ihr euch irgendeine Richtung aus, macht der 360 Grad Flip, also rotiert um die eigene Achse einmal. Das ist einfach so Gag-Funktion. Ja, wie gesagt, das sind die Trimmung, die vier Knöpfe für die Trimmung. Die unteren beiden ist Pitch und die oberen beiden sind Roll. Hier oben habt ihr den Headless-Modus, der immer so rumpiept, wo die Orientierung des Kopfes völlig egal ist, wo rechts rechts ist und links links, egal wie ihr. Ihr könntet den sozusagen auch drehen, den Kopter, und nach vorne fliegen. Das würde bedeuten, das würde der Kopter machen, der würde wie verrückt drehen und nach vorne im drehenden Zustand nach vorne wegfliegen. Das zeige ich euch nachher auch nochmal. Ich versuche mal, ihn im drehenden Zustand über die Kamera fliegen zu lassen. Im Headless-Modus. Das demonstriere ich euch nachher nochmal ganz kurz. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, jetzt mache ich mal aus und schwenke wieder nach oben. Peace, meine lieben Freunde. Da ist der kleine Perle wieder. Mit dem Ichin, oder wie heißt das Ding? Ichin, ne? Ichin H8S. Also ein cooler Kopter, der mir großen Spaß macht. Also ich habe schon lange mit so einem kleinen Mini-Ding schon lange nicht mehr so großen Spaß gehabt, der sich echt präzise fliegen lässt, der viele Vorteile hat, der hier zum Beispiel diesen Bumperschutz hat, da kann man auch mal gegen eine Wand knallen, ist überhaupt kein Problem. Wenn das beim Cheersen passiert, also den kackt er ja gleich ab, weil die Propeller natürlich stehen bleiben. Da habe ich mir aber auch so ein Gitter geholt, aber dann wiegt das wieder mehr und das geht auf die Flugzeit und und. Also das ist ja schon alles fest mit integriert. Da hat im Zubehör liegen die Gummifüße dabei. Wenn man landet, dann landet er halt weicher. Ne? Wenn man auf harten Oberflächen landet, dann ist es ein ganz sanftes Landen sozusagen. Das Ding lässt sich sauber und präzise steuern, relativ sauber und präzise steuern. Man kann ihn draußen benutzen, aber nicht im Sturm. Ne? Also es sollte nicht unbedingt windig sein. Dann macht das Ding auch draußen richtig Laune. Die Fernbedienung ist, wie ich finde, ziemlich anständig und das ganze System kostet $15. $15,99 umgerechnet irgendwie 15 Euro. Rechnen wir mal mit 15 Euro inklusive Versand. Ne? Der hat mich, wie lange habe ich auf den gewartet? Den habe ich am 4. Januar habe ich den bestellt und am 17. habe ich den bekommen. Also ich habe da auf 2 Wochen drauf gewartet, auf das Teil. 2 Wochen ging relativ schnell, aber das ist bei Banggood eigentlich normal. Also so zwischen 2, 3, wenn es ganz doof läuft, muss man auch mal 4 Wochen warten. Also es geht bei den Chinesen rogizogi. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz rüber und werde da nochmal über meine Actioncam ganz kurz rumfliegen und dann melde ich mich gleich bei euch wieder. So, dann will ich da mal, ich werde euch mal gleich die 2 Modis zeigen, was das Drehen angeht. Dann werden wir mal in den etwas aggressiveren Modus schalten. Also da geht das Ding richtig ab. Da wird das Ding echt zu einer Rennsemmel. Das ist echt unglaublich. Der ist sauschnell, ne? Auch draußen. Also der saust an einem vorbei. Ja, echt heftig. Im normalen Modus ist der auch schon flott, aber in diesem Extremmodus, in dem Modus 2, quasi, das sind ja diese beiden Modis hier, wo er zweimal piept und einmal den normalen Modus, also den zweimal Piep-Modus, also den Extremmodus, ist der Extrem, glaubt mir das. Und also der geht da richtig ab. Rennkopter ist das dann, unglaublich. So, ich gehe nochmal ins andere Zimmer, dann zeige ich euch nochmal dieses Drehen. Ja, dann zeige ich euch mal das Drehen. Wie könnte ich das denn machen? Ich könnte das ja sogar mit dem Headless-Modus machen, ne? Das zeige ich euch nochmal. Ich gehe mal in den Headless-Modus und dann lasse ich ihn drehen, sozusagen, versuche ich es mal, über der Kamera drehen zu lassen, einmal in dem normalen Modus und einmal in dem Hochgeschwindigkeitsmodus, damit ihr mal ungefähr eine Idee kriegt, wie flott das Ding dann nachher wird. Ne? Aber das passt beides gut zusammen. Das ist beides gut handelbar. Es gibt ja so teilweise einige Modis, die sind so extrem, dass das Ding kaum noch steuerbar ist. Also das ist perfekt. Das Ding ist richtig geil. Also ich stelle euch hier keinen Schrott vor. Wäre kacke, würde ich da kein Video machen. Da würde ich mir gar nicht die Arbeit machen. Aber der ist richtig gut. Und insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ein Traum. Ne? Das ist also selten mit so einem Spielzeug so viel Spaß gehabt. Ne? Und ihr werdet genau den gleichen Spaß haben. So, ich gehe mal kurz rüber und dann zeige ich euch das mal mit dem Drehen. Völlig krank, ne? Ist klar. We'll be right back.
Ja, meine lieben Freunde, da ist der Perle wieder. Habt ihr gesehen, wie schnell das Ding dreht? Ne? Der geht richtig ab. Nein, der dreht richtig hart ab. Wofür ist dieser Kopter geeignet? Für alle Leute auch, die sich in das Thema Kopter reinfummeln wollen, die rausfinden wollen, für kleines Geld, macht mir das Spaß, ist vielleicht ein größerer Kopter für mich geeignet. Also das Ding ist auch zum Üben sehr, sehr geil, um die Kopter, die Flugeigenschaften des Kopters herauszufinden, wie funktioniert die Steuerung und, weil dieser Kleine ist ja nichts anderes als mein Großer, Graf Perle zum Beispiel, mein fetter Kopter. Und so kann man zu Hause in der Bude halt eben im Winter, wenn es draußen scheiße ist, wenn es regnet, kann man in der Bude echt viel Spaß haben. Und zum Zweiten, man kann auch mit dem Ding ein bisschen rumüben und sich in diese ganze Materie Kopterei so ein bisschen reinfummeln. Weil das macht ganz, ganz große Freude, macht ganz, mir zumindest ganz, ganz viel Spaß. Und ich habe da echt Fun mit dem Teil, ne? Ja, kann ich empfehlen. Wenn der scheiße wäre, würde ich ihn nicht zeigen. Also, der hier besorgt, den gibt es auch in grün hier in dieser Farbe und in blau. Ich finde den blau eigentlich geckiger, weil wenn man mit dem draußen ist und irgendwo in der grünen Pampa landet, ist grün zu grün Rasen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Wenn das Ding irgendwo hängt oder sowas oder in so einem Strauch hängt, findet man den unter Umständen nicht sofort wieder. Finde ich blau ein bisschen besser, weil blau hat man draußen normalerweise auf der Wiese eher selten. Also der ist leichter zu erkennen, ne? Leichter zu unterscheiden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es nachher bei blauem Himmel aus? Wie gut ist der zu unterscheiden? Da könnte der grüne wieder besser sein. Also müsst ihr selber wissen. Den gibt es in grün und in blau. Bloß in blau fand ich den ziemlich geckig und ziemlich geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Daumen rauf. Tobi, das Ding macht mir echt Spaß. Ganz, ganz fantastisch. Ja, hiermit neigt sich jetzt der erste Teil, das ist nämlich jetzt Teil 1 dieses Videos. Ich habe bei Bengo, und ich kann es ja mal zeigen für Teil 2, zeige ich mal da, habe ich mir für 15 US-Dollar, war bis zum 20. Januar im Angebot, für 15 US-Dollar habe ich mir eine Kamera bestellt, eine First-Person-View-Kamera, die richtig geil ist, mit eingebautem Sender und einer kleinen Antenne. 4,5 Gramm ist das Ding schwer. Und diese First-Person-View-Monitor, den will ich hier einbauen in das Teil. Und ich werde auch einen größeren Akku hier einbauen. Ich habe dann nochmal für 3 Dollar nochmal einen 260 mAh Akku geholt. Vorher hole ich mir nochmal einen 350er, den ich dann da irgendwie hier unten befestigt werde. Wahrscheinlich mit doppelseitigem Klebeband. Dass ich dann einfach doppelseitiges Klebeband nehme hier, also mein Klettband von Tesa, mein Klettband, und dann klette ich einfach den Akku hier runter. Und es ist halt für mich erledigt. Vielleicht schneide ich hier unten auch diesen ganzen Käfig noch weg. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, das mache ich eher nicht. Lass mal schauen. Ist da unter die Leiterplatte zu sehen? Nee. Also diesen ganzen Käfig unten, den könnte ich noch so ein bisschen bearbeiten. Dass ich ihn wegschneide oder sowas. Muss ich mal schauen. Oder ich mache hier unten einfach Klett rüber. Kriegen wir schon irgendwie hin. Das Einfachste ist ja meistens immer das Beste. Dass ich einfach hier Klett nehme. Und dann packe ich den Akku hier runter. Mir doch scheißegal. Ne? Oh, eine Funktion habe ich vergessen zu erzählen von bei der Vorstellung. Man kann ja den natürlich auch kalibrieren. Also die Gyros kann man kalibrieren und den Headless-Modus kann man kalibrieren. Das macht man wie folgt. Bei der Fernbedienung beide Hebel nach unten links. So. So. Beide Hebel nach unten links. Kalibriert man das Gyroskop-Teil. Zum Beispiel, wenn man startet, wenn der irgendwie ganz komische Sachen machen sollte, also ganz wirr reagiert, dann kann es sein, dass der Gyro da drin irgendwie aus irgendwelchen Gründen durcheinander ist. Und dann stellt man den Kopter auf eine ganz gerade gelevelte Oberfläche, zum Beispiel einen Tisch, der nicht so steht, der gerade steht, stellt man das Teil auf den Tisch und macht ihn an und dann geht man mit beiden Joysticks nach unten links. Und dann kalibriert man damit die Gyroskope und das gleiche gibt es auch für unten rechts, wenn man beide Dinge nach unten rechts kippt, würde man den Headless-Modus kalibrieren. Na, damit er immer, das war ja die Geschichte, wenn man wegfliegt, egal wie die Ausrichtung ist, dass er dann wieder zu einem zurückkommt, nach rechts, links, vorne, hinten, dass es völlig egal ist, wie der Kopter, in welcher Fluglage sich der Kopter befindet. Vorwärts bedeutet für ihn immer vorwärts, das bedeutet immer rückwärts, das bedeutet rechts, links, jetzt natürlich für euch seitenverkehrt sozusagen. Und das hier genau das Gleiche. Ne? Aber das wäre diese Funktion mit diesem dauernden Piepen. Das habe ich vorhin im Video ja gezeigt, habe ich ihn dauernd piepen lassen und dann quasi nochmal drehen lassen. Wie verrückt, um ihn eben so ein bisschen auf der Stelle betreiben zu können, dass ich ihn dann korrigieren kann, während er dreht. Also da spielt die Ausrichtung überhaupt keine Rolle. Das heißt also, ich kann ihn frei nach vorne, hinten, rechts, links ausrichten. Das ist Headless-Modus. Und wie gesagt, kann man auch kalibrieren. In der Regel wird man es nicht brauchen. Wie gesagt, beide nach rechts unten ist Headless-Modus kalibrieren. Beide nach links unten, also
zack, unten links, unten links, würde die Gyroskope kalibriert werden. Also diese beiden Funktionen hat das Ding auch noch. Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch meinen kleinen Schiersten CX noch, den kann man ja genauso kalibrieren. Habe ich auch noch nie kalibrieren müssen. Also funktioniert ganz ausgezeichnet. Aber falls das Ding mal irgendwann mal durcheinander kommen soll, dann habt ihr da auch noch eine Anleitung. So, hiermit beende ich den ersten Teil. Der zweite Teil wird quasi ein 260 mA Akku eingebaut. Wahrscheinlich mit Klett, dass er ein bisschen mehr Power hat. Und wir werden das Gehäuse aufschneiden und wir werden die Antenne nach außen verlegen. Wir werden das Gehäuse der Fernbedienung aufmachen. Hier werden wir ein kleines Loch einbohren. Dann werden wir die Antenne auch nach außen legen. Dann haben wir schon mal größere Reichweite, wahrscheinlich deutlich höhere Reichweite. Und dann werden wir hier vorne noch die First-Person-View-Kamera einbauen, die ich für 15 US-Dollar bestellt habe. Das Tolle an der Kamera ist, dass es eine 600-Linien-Kamera ist, die eine sehr, sehr gute Qualität hat, die einen sehr, sehr guten Blickwinkel hat. Und 4,5 Gramm wiegt und das das ist quasi nur die nackte, also ich zeige euch das im zweiten Teil. Und dass man auch die Leistung entsprechend einstellen kann. 25 Milliwatt, das ist ja in Deutschland erlaubt, 50 Milliwatt und 200 Milliwatt kann man alles an dem Ding einstellen. Also fantastische First-Person-View-Kamera, die wäre eigentlich, was ist das Richtige für meinen kleinen Razer, ne? Also für meinen 250er Razer. Also 4,5 Gramm wiegt das Ding nur, also gar nichts. Das ist völlig, völlig verrückt, mit Antenne komplett, ne? Also geil. Und das werden wir hier einbauen in dieses kleine Pissding, ne? Dass man das Ding zum First-Person-View-Copter umbaut. Ja, und das werden wir gemeinsam machen. Im Teil 2 habe ich richtig großes Glück gehabt mit dem Preis. Mittlerweile ist der Preis schon wieder um 10 Dollar angestiegen auf 26 Dollar. Das war eigentlich, glaube ich, sogar der Normalpreis. Dieses Modul war halt im Angebot und da habe ich natürlich sofort zugeschlagen. Da gibt es keinen Halt mehr. Für 15 Dollar ist das also geschenkt. Ne? 32-Kanal-Sender. Mit auch noch einstellbarer Leistung, also ganz, ganz fantastisch. Ne? Apropos, es gibt neue, für alle, die große Drohnen haben, es gibt ja eine neue Gesetzgebung, oder es kommt wohl jetzt die nächsten Monate. Es hat sich für uns nicht viel geändert. Verboten sind Videoflüge über Grundstücken, kann man natürlich weiterhin machen, man muss bloß den Grundstückseigentümer fragen. Das ist nicht mehr erlaubt, mit großen Koptern zum Beispiel über bewohnte Gebieten darf man nicht mehr fliegen, keine Videoaufnahmen darf man mehr machen. Eine Höhenbegrenzung findet statt, 100 Meter ist die maximale Flughöhe und man hat eine Kennzeichnungspflicht. Aber alles bis 2 Kilo funktioniert das. Also alle Kopter unter 2 Kilo müssen gekennzeichnet sein, wo der Besitzer draufsteht, mit Adresse. Kennzeichnungspflicht nennt man einfach Adressaufkleber. Klebt man drauf, das mache ich ja sowieso alleine schon, wenn er mir am Abhauen soll und jemand findet den, dass ich den dann zurückkriege. Das wird jetzt Gesetz, das wird jetzt Pflicht und eben nicht höher als 100 Meter und der Rest ist eigentlich geblieben. Und bei Videoflügen vorsichtig sein über fremden Grundstücken. Also nicht irgendwie der Ilse, die im Garten liegt, halbnackt, wieder rumsausen und die filmen. Das ist nicht so gut. Das wird Ärger geben. Aber es hat bisher auch immer Ärger gegeben. Aber jetzt ist es eben halt Gesetz. Jetzt ist man da ganz böse davor. Ne? Also im Grunde hat sich nicht viel verändert. Ne? Und das zum Glück alles bis 2 Kilo und ab 2 Kilo braucht man eine Befähigungsgenehmigung. Aber das gilt für uns ja nicht. Auch für meinen großen Graf Perle und auch den Graf Perle Deluxe will ich weit unter 2 Kilo liegen. Na, ob ich weit unter 2 Kilo liege, weiß ich nicht, aber so um die 2, also unter 2 Kilo, sagen wir mal so. Ne? Unter 2 Kilo Fluggewicht, ne? Das ist entscheidend. Und bei Koptern unter 250 Gramm, diesen Spielzeugkoptern, ändert sich auch nicht. Also da gibt es überhaupt nichts, was man da beachten muss. Ich glaube sogar bei diesen kleinen Koptern, selbst bei den Cheers, müsste man eine Versicherung haben. Naja gut, ich meine, das Zerstörungspotenzial dieser kleinen Pissdinger ist natürlich minimal. Also ich glaube nicht, dass ihr da eine Versicherung braucht. Wenn ihr da mal irgendwie einen Porsche-Fahrer in die Seite rast mit dem Teil, ja, dann müsst ihr es halt löhnen. Dann ist da vielleicht ein kleiner Kratzer drin oder sowas. Ne? Aber bei diesen kleinen Spielzeugkoptern gibt es eigentlich nicht ganz so viel zu beachten. Ne? In der Regel, wenn ihr in der Bude fliegt, da könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Oder im Garten oder so. Ne? Aber an den Großen müsst ihr halt aufpassen, da hat sich die Gesetzgebung ein bisschen verändert. Aber nicht viel. Für viele ist das natürlich eine Katastrophe. Für viele normale Copter-Piloten 100 Meter, die sagen, 100 Meter ist ja gar nichts. Ich will über die Wolken. Das geht ja mit so einem Ding. Das ist dann nicht mehr erlaubt. Ne? Also das hat sich verschärft. Und ich finde diese Verschärfung finde ich auch sinnvoll, weil sie die Bürger und die Umgebung, die Umwelt quasi schützt. Also ich möchte auch nicht, wenn hier vor meinem Fenster eine Drohne fliegt und hier reinfilmt. Also das würde ich auch nicht witzig finden wollen. Das möchte ich nicht. Und auch, dass der Flugverkehr, wenn Hubschrauber durch die Gegend fliegen, die fliegen ja manchmal auch tief.
dass man die gefährdet in irgendeiner Art und Weise. Wenn man mit seinen 2 Kilo Kopter oder 1,5 Kilo, oder lass es ein Kilo sein oder 500 Gramm, wenn da was passiert, das kann richtig böse in die Hose gehen. Und das ist auch sinnvoll, dass das alles ein bisschen beschnitten wird, und weil die Leute sich einfach nicht im Griff haben. Ne? Das ist okay so, das ist meine persönliche Meinung. Habe ich kein Problem mit. Kennzeichnungspflicht finde ich auch okay. Da bin ich ja sowieso schon eh und je nachgekommen, aber aus Selbstschutz, falls das Ding mal abhauen sollte oder ich es verliere aus irgendwelchen Gründen, dass man es zu mir zurückführen kann. Ne? Ist natürlich auch im Schadensfall natürlich nicht ganz unwichtig. Und bei den großen Koptern braucht ihr eine Versicherung, auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung. Egal. Das ist jetzt das Ende von Teil 1 von dem kleinen Ichin heißt das, spricht sich das wohl aus, H8S. Und diesen Ichin H8S, den werden wir noch pimpen, dann werden wir noch die Reichweitenvergrößerung durchführen. Wir werden die First-Person-View-Kamera einbauen, das zeige ich euch auch, wie das nachher funktioniert. Das will ich natürlich auch mit meinem Monitor aufzeichnen, den First-Person-View-Flug. Und mit meiner großen Brille will ich dann mit dem Ding dann rumheizen. Könnte auch draußen ganz spannend sein, finde ich. Das will ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Finde ich ganz witzig, und wir werden hier auch einen stärkeren Akku einbauen. Also das Ding wiegt relativ wenig, ihr wisst, 20 Gramm. Der hat ganz gut Feuer, der hat ganz gut Dampf. Die 4,5 Gramm Kamera, die wird wahrscheinlich nicht groß auftragen. Die wird nicht auffallen. Und der größere Akku, der wiegt dann auch 2-3 Gramm mehr. Das kann das Teil noch ab. Und dann wollen wir mal gucken, was dann passiert. Ne? Wie der dann abgeht, auch im First-Person-View-Modus. Das Blöde ist natürlich, dass die Gyroskope, die sind natürlich im Arm, man hat keinen Agro-Modus, wie bei den Racern. Ne? Aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich genauso machen. Finde ich schon ganz geil, da eine Kamera rauf zu flanschen. Echt lustig. Ne? Und quasi zu Hause so ein bisschen, einfach ein bisschen First-Person-View zu fliegen. Also besser und witziger geht ja gar nicht. Ne? Und das für ganz kleines Geld, für 15 Dollar, werden wir den aufrüsten. Ne? Also fantastisch. Ne? Plus den Akku, der kostet dann auch nochmal 2-3 Dollar. Sagen wir mal, für 18 Dollar werden wir noch eine kleine Pimp-Aktion durchführen, werden wir den zu einem High-Tech-Copter umbauen. Aber wie gesagt, das kommt in Teil 2. Ich warte noch auf die Kamera, und sobald die ankommt, geht's los. Dann werden wir uns wiedersehen. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt mit diesem fantastischen oder hoffentlich fantastischen Erklärbär-Video, jetzt habe ich nun wirklich keine Fragen offen gelassen zu diesem Teil, habt ihr ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe auf jeden Fall wieder Spaß gehabt mit euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Abo da, gebt mir einen Daumen rauf, und wenn ihr das Video scheiße fandet, ja, dann ärgert euch. So, fertig. So, meine lieben Freunde, Peace, haut rein, tschüss, bis zum Teil 2 dieses Videos. Bye, bye. Hab ich noch was? Ja, was liegt mir? Also, ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Egal, werde ich in einem Teil 2 sagen. So, tschüss, meine lieben Freunde, haut rein, habt Spaß. Peace. Fog, haze and sun, fly fast, day and night, right, light, up and away, that's FPV, for me, all looks great, above them all in open skies, my dream, flying, falling, turning, FPV, deep in the night, when it falls, when it crashes, and it's lying in the fields to be found, it's getting hard to return to the station unit, losing to control, you're flying, FPV. Dive into clouds, into trees, over mountains, over valleys, speeding close to the rocks and the rivers, and sitting in the forest, watching video transmission and remote controlling FPV. Never stop exploring, far, far away. Immersion battles fighting, no game today. High up, the air is burning, dive in the trees. Strange, weird RC aircraft, flying free. And fall, flip, roll, do it all, accelerating, living free, that what is FPV, not every drone is flying terror, that's all these stupid people are telling, we are here and it's no harm, we're flying FPV.
in the night when it falls, when it crashes and it's lying in the fields to be found. It's getting hard to return to the station unit, losing to control. You're flying FP dives into clouds, into trees, over mountains, over valleys, beating close to the rocks and the rivers, and we're sitting in the forest watching video transmission and remote controlling FP. They never stop exploring far, far away. Immersion battles fighting, no game today. High up, the air is burning, dive in the trees. Strange weird RC aircraft flying free. Aircraft fly.